Hallo und herzlich willkommen zu Warframe. Heute möchte ich euch einmal mein Korinth-Bild zeigen und wir legen einmal los. Dieser Bild benötigt zwei Former und sieht folgendermaßen aus. Wir haben plus 60% Multishot, plus 90% Damage, plus 60% Streuung, plus 120% Multishot, plus 165% Damage, plus 60% Electricity, plus 60% Statuschance, plus 60% Toxin, plus 60% Statuschance. Plus 60% Damage, plus 60% Heat und zu guter Letzt bei jedem Headshot plus 120% Crit Chance für 9 Sekunden. Die Alternative für diesen Mod wäre Blunderbuss, dann hättet ihr plus 90% Crit Chance, aber ich habe es ausprobiert und bin zum Entschluss gekommen, dass Laser Sight mit den plus 120% doch ein bisschen besser ist. Ihr müsst natürlich dann den Headshot landen, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Wie gesagt, alternativ hättet ihr sonst Blunderbuss mit plus 90% Crit Chance. Das muss man dann gucken, wie man es lieber mag. Ja, wir gucken uns den ganzen Bild gleich mal wieder bei Level 100 Gegnern an und gucken uns aber erstmal vorweg die Stats so an. Wir haben Crit Chance bei der Korinth von standardmäßig 30% und einen Statuswert von 12%. Deswegen der ganze Bild jetzt auch mehr oder weniger auf Crit ausgelegt ist. Wir haben den Statuswert zwar ein bisschen erhöht, dadurch, dass wir Status-Mods mit drin haben, aber das meiste geht hierbei halt auf Crit, da der Wert so schon von Anfang an erhöht es. So, wir gucken uns das Ganze einmal, wie gesagt, bei Level 100 Gegnern jetzt an, wie immer. Und die wollen wir einmal rufen und dann ab hin da. Da ich jetzt Lasersight drin habe und das auf Headshot ist, werde ich natürlich zielen und zusehen, dass ich Headshots mache, damit ich auch die ganze Zeit den Crit-Wert oben halten kann. Muss man immer gucken, dass ich den natürlich bei jedem Schuss jetzt hochhalten kann. Schnell nachladen tut sie eigentlich von Haus aus schon. Also man kann natürlich, wenn man noch schneller nachladen will, noch die Moddung ein bisschen ändern. Finde ich aber bei der Waffe tatsächlich nicht wirklich hilfreich bzw. nicht wirklich nötig. Ansonsten seht ihr schon, Level 100 Gegner sind keine One-Hits, aber trotzdem im Großen und Ganzen haben auch so die Gegner kaum eine Chance. Diese schöne Shotgun. So. Ach so, was noch zu sagen ist, diese Waffe hat nicht nur den normalen Schuss, so wie wir ihn eben gesehen haben. Also wir haben nicht nur diesen Schuss, sondern wir haben auch noch als zusätzlichen Schuss, ja, wie soll ich das sagen, so eine zwei Granaten, die, wie man hier gerade gesehen hat, die zur Seite da wegfallen oder drei sogar, die wie so kleine Sprengkörper, sage ich mal, sind. Womit wir natürlich gerade Gegnergruppen, wenn wir uns das hier jetzt doch nochmal bei den Gegnern angucken, ja, doch noch sogar ein bisschen besser unter Kontrolle bringen kann, beziehungsweise ausnoggen kann und im Zweifelsfall dann dicht daran gehen, ja, dann ausschalten. Ihr seht schon, schadensmäßig ist das jetzt nicht so der Hit, aber ihr könnt dann ja, wie gesagt, rangehen und euch dann ein bisschen um die Gegner kümmern. So, ich zeige euch den Bild noch einmal in der Übersicht, dass ihr den noch mal sehen könnt. Und ansonsten bleibt mir nur noch wieder zu sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da. Über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin erstmal. Tschüss.